Hallo Leute, Zenzero wieder hier mit Let's Play Thief Deadly Shadows. Ihr seht, wir haben uns ein bisschen bewegt vom letzten Mal. Wir sind jetzt hier wieder genau in der Mitte. Es lag daran, wie ihr vielleicht beim letzten Teil gesehen habt, direkt am Ende kam eine Wache rein und ich musste mich verziehen und habe deswegen schnell einen Weg durchs Dunkle gewählt. Aber ich habe nichts weiter getan und deswegen kommen wir jetzt nach da. So, also ich glaube, wir müssen... What makes that sound? Ja, ich? Ups. Ganz schlecht. Hallo? Kommen die denn alle auf einmal her? Oh. Noch einer. Was wollen denn die alle? Vor allem, jetzt habe ich mir langsam die guten Versteckideen aus. Ich könnte ihn da runterwerfen. Dann wüssten sie, dass ich da bin. Okay, ja, schmeißen wir da hinten hinter die Kisten. Wenn ich da durchkomme, ja, wunderbar. Willkommen bei der Entsorgung. Okay, dann schauen wir mal raus. Irgendwo muss es ja weitergehen, ne? Wo sind wir hier? Wo ist die Wache? Wo ist die Wache? Das ist die wichtigste Frage grundsätzlich. Wo ist die Wache? So, da waren wir noch nicht, denke ich. Ah, doch, das ist das Reliquiar. Dann gehen wir durch die Tür. Ah, da läute ich also die Kirchenglocke. Und da geht's wohl lang. Ich bin noch ein bisschen orientierungslos heute. Ich noch nicht auf, ne? Da habe ich natürlich den Schlüssel für. Gut, schauen wir erstmal am Boden der Tatsachen ein bisschen rum. Mach mal auf, was aufgeht. Nix. Doch, die geht auf. Cool. Jetzt sind wir im Innenhof. Das heißt, wir sind im östlichen Innenhof. Da geht's zu den Kasernen. Und irgendwo sind die Gemächer des hohen Priesters. Oh, ich hasse diese Karte. Gut, weiter. So, dann gehen wir doch einfach mal dreist hinterher. Ah, was zum Clown? Iron and stone shield thee. Raus hier. Scheiße, was wollen denn die alle? Gott. Wird Zeit, das Licht auszumachen. Was tun die denn da? Muss ich da überhaupt rein? Builder, go with thee, brother. Oh
Okay, da komme ich irgendwie nicht rein, aber da muss ich, glaube ich, rein. Heißt, wir schießen den Lärmpfeil hinten in die Ecke und laufen durch. See what Mundus has been up to. Tis like nothing I had heard before. Thou hast betrayed thyself. I hear thee clearly. So, jetzt haben wir sie ein bisschen aufgescheucht. I know someone be hiding about. Thou art for it now. We shall find thee ere long. Yes, yeah, sorry. I shall find that. Thee if thou make it. Ah! Du siehst mich nicht. Ne? This much I do know. Thou shalt be mine soon enough. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. du siehst mich nicht. Jetzt habe ich einen rausgelockt. Oh ne, der hat eine Laterne. Fuck. Komm nicht näher, komm nicht näher, komm nicht näher. Come out, sinner, and we shall be merciful to you. Boah, fuck, aber auch war das knapp. Continue thy searchings. Stress pur hier. Okay, Hohepriester Greidos. Gottlob habt ihr um Bruder Roland den Kelch in der Fabrik sicher verwahrt. Ich habe das geprägte Werkstück wie befohlen zerstört. Zwar kann in der in Gesenkpresse neues Werkstück geprägt werden, allerdings ist dieses ohne heilige Symbol zum Öffnen der... Zum Öffnen des Käfigs nutzlos. Entschuldigung, meine Stimme versagt gerade ein bisschen. Man benötigt beides, um den Mechanismus zu aktivieren. Doch solange das Symbol in euren Gemächern... ja, Halleluja, Entschuldigung. Solange das Symbol in euren Gemächern ruht, droht unseren Reliquien keine Gefahr. Bruder Torgrim. So, jetzt kurz rekapitulieren. Wir brauchen... Okay, wir müssen in der Gesenkpresse ein neues Werkstück prägen. Und dann müssen wir das aus dem Dings des Hohepriesters. So. Sieht jetzt eher wieder schlecht für mich aus. Weil der mich gleich hat und dann muss ich kämpfen. Nein! Again? What could it be? Soll ich ihn nochmal rauslocken? Thou art here somewhere. Komm, geh da weg jetzt. Ich töte dich, wenn du mir zu nahe kommst. Aha! It proved. Oh, curse thee, wretch! So einen ausgeschalten. Das musste sein. Wo ist denn der andere? Ah, ein heiliges Symbol. Was bedeutet das? Das ist wofür? Ja, lol. Das sind die Gemächer des Hohepriesters. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Es ist doch nicht wahr. Ich bin ohne Sch... Ja, gut, jetzt schlägt er gleich Alarm.
Needs thou a lesson in fighting? Oh, I fuck, have found thee. We'll stop. Curse thee, scoundrel. Stirb. Wait there. Oh, 'tis too much. Come forth. So, das war jetzt alles semi-professionell. Kann passieren. Was steht da? Moment. Meister Schmied Gradus. Zweimal musste ich Bruder Reginald in dieser Woche dabei beobachten, wie er in der Statue von St. Edgar vorbeiging, ohne ein Dankgebet zu sprechen. Ich habe ihn dafür eine Doppelschicht in der Fabrik aufgebürdet, ohne dass er durch die ehrliche Arbeit im Namen des Erbauers Buße tut. Ich hoffe, dies ist in eurem Sinne. Darüber hinaus werde ich mich mit einer Glaubensfrage an euch. Kennt ihr das kleine Bildnis des heiligen Edgar, das Lady Warwick? Ist auch von diesem Bildnis ein Dankgebet zu sprechen? Gleich also der Wert des Gemäldes an seiner mangelnden Größe? Oh Gott, das interessiert doch kein Schwein. Ja, ich habe jetzt zwei Leute umgebracht. Das ist jetzt echt unprofessionell gewesen. Tut mir leid. Ich habe auch gar keinen Platz, um die jetzt irgendwo hinzuschmeißen. Leg ich sie hier in die Ecke. Du legst ihn jetzt dahin. Und den Hohepriester nehmen wir auch mit. Ja, das war jetzt doof, dass ich den Hohepriester auch erledigen musste. Aber ich hatte keine Zeit, den anderen wegzuräumen. Gut, klauen wir was? Ja, geh schon auf. Komm. Yeah, gut. Yeah. Und was ist drin? Hallo? Da ist was drin. Sieht gut aus. Lese ich euch das jetzt noch vor? Nein. Ich beende jetzt hier die Folge und ich lese es euch das nächste Mal vor. Also danke fürs Zuschauen. Bis demnächst, euer Zane Zero.